Heute geht's los. Wir haben alle Taschen gepackt. Wir haben halt jetzt noch den Rucksack und ein Rucksack ist quasi nur voll mit Lebensmitteln für die Reise. Das beruhigt ein bisschen. Das heißt, ab Chinas reisen wir wieder nur mit zwei Taschen. Wir fahren jetzt erstmal zu dem Abfahrtsbahnhof. Wir haben noch ungefähr 12 Stunden Zeit, bevor der Zug abfährt, und lagern die Taschen erstmal ein. Das ist der Bahnhof, von dem wir heute Abend abfahren werden. Wir haben gerade unser Gepäck abgegeben. Dafür haben wir ungefähr 400 Rubel bezahlt, haben das zuerst nicht gefunden und sind erst in diesen Bahnhof reingegangen, haben all unsere Taschen kontrollieren lassen, haben dann gefragt, weil da halt die Schilder waren. Und dann sagt die aber, nee, sie müssen nach draußen gehen. Dann ja, draußen, gerade ist eine Transsibirische aus Vladivostok angekommen, der Zug war so unfassbar lang. Wir fahren jetzt erstmal irgendwo in die Stadtmitte, holen uns was zu trinken und schreiben Postkarten. Wir schlendern jetzt hier noch so ein bisschen am Fluss entlang, es ist jetzt 10 nach 3, 23:45 fährt der Zug. Wir saßen gerade im Park. Heute ist irgendein Feiertag für die Luftstreitkräfte oder so. Deshalb ist alles voll. Schauen wir mal, was wir heute noch so machen. Wir haben noch nicht wirklich einen Plan. Wir sind jetzt nochmal hier an dieser Kirche und haben gerade entdeckt, dass hier unten so ein schön gepflegter Park ist. Und da ist gerade eine Bank im Schatten. Die wird jetzt uns gehören, wenn wir noch rechtzeitig nach unten kommen. Da ist noch so ein. Ah, jetzt kann man es besser sehen. So ein Gelände mit Wasser, das ist echt schön gemacht da unten. Wir waren jetzt noch so die letzten paar Stündchen in dem Einkaufszentrum und fahren jetzt langsam zum Bahnhof. Wir haben jetzt noch gute 2 Stunden fast, bis der Zug abfährt, aber man weiß ja nie. Und irgendwie hab ich Panik, dass dieses Gepäckabgabeding, wo wir unsere Koffer, also unsere Taschen eingeschlossen haben, dass die gleich nicht mehr aufhaben. Und deshalb möchte ich das jetzt gerne schon sicher haben. Wir fahren jetzt und gucken mal, wie der Zug gleich aussieht. Ja, okay. So Leute, da seht ihr Zug Nummer 4, Peking, 23:45 Uhr, 2.8.2016, ich bin gerade 24 Grad. Aber, nein, man sieht es nicht, aber der ganze Boden ist nass und das ist nicht. So Leute, wir sind drin. Ein Bett, das zweite Bett, Und dann ein Tisch, Sitzgelegenheit mit Stuhl und hier ist Toilette. Das Bad. Das zeige ich euch morgen noch ausführlicher. Ja, Wahrscheinlich ne? Dusche? Ja, ist in Ordnung. Läuft. Hier mal der Eindruck von oben. Ich schlafe hier und meine Mutter schläft da unten. Wir haben noch so einen kleinen Tisch und einen Stuhl. Da ist die Steckdose, Lichtschalter, ein Ventilator und da geht's zum anderen Raum. Also da geht's zum Gang halt. Wir fahren jetzt ab. Wir fahren ab, ziemlich pünktlich, oder? Ja, Viertel vor. Wir genau Viertel vor. Viertel vor 12. Jo Leute, wir sehen euch morgen. So, unser erster Tag im Zug und die Szenerie draußen sind Nadelwälder und Birke. Meine Mama hat sich gerade Kaffee gemacht, weil man ja so heiß Wasser bekommt. Stellt das scharf, ja so ein bisschen. Und ich werde mir jetzt mit dem heiß Wasser und Beeren, die ich gekauft habe, noch in Moskau und echt nicht scharf. Und Haferflocken, die ich in Moskau gekauft habe, werde ich mir Müsli machen. Genau, ich habe mich vorhin so ein bisschen duschen können in unserer Dusche, aber irgendwie war das Wasser dann weg und irgendwie im ganzen Waggon, also müssen wir mal warten. Ja, so ist das ja. Ein bisschen Abenteuer muss sein. Die erste Stadt, Dorf, hier. Schaut mal da, eine Stadt, Zivilisation. Ich glaube, das ist Kirov. Manchmal funktioniert die Ortungsfunktion von Google Maps, manchmal auch nicht. Und hier hätten wir jetzt an die 15 Minuten Pause. Ich bin
glaube, das müsste hier sein. Und jetzt regnet es, was ganz schön ist, weil die Luftqualität sich dadurch echt verbessert. Nach den ganzen Holzlieferungen sehen wir jetzt auch mal Autos. Wir nähern uns dem nächsten Bahnhof. Hoffentlich gibt es da mehr zu kaufen als am letzten. Was? Aus Moskau. Hier ist ja auch Zug. Ach, noch ein anderer Zug. Ja. Wir sind jetzt hier gerade in diesem Bahnhof von Balesino oder so. Und hier sind überall so Verkäufer und wir schauen mal, was wir kaufen können, um uns weiterhin zu verpflegen. Also wir haben gerade schon Gemüse gesehen, so Tomaten und Gurken, 550 Rubel. Schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Unser Einkauf bislang, Gurken und Tomaten für 100 Rubel aus dem eigenen Garten. So, da ist Perm, da ist unser nächster Halt. Schaut euch mal an, wie breit dieser Fluss ist. Das ist unfassbar. Wenn man aus dem Fenster hier guckt, kann man das linke Ufer definitiv nicht sehen. Unglaublich. Wir sind jetzt hier gerade am Bahnhof Perm 2 und der Zug, den ihr hier direkt rechts am Bahnsteig seht, ist unserer. Das ist ein bisschen unheimlich, weil hier die Stufen, die ihr sehen könnt, nicht bündig abschließen und das Geländer auch so ziemlich wackelig ist. Ich glaube, das sieht man hier an dem Geländer besser. Du kannst da richtig dran rumwackeln, das ist richtig gruselig. Tag 3 unserer Transitreise, Tag 2 komplett im Zug. Wir haben gerade noch mal angehalten. In der Nacht waren wir in, ich glaube hier Katharinenburg, aber das war irgendwie um 1 Uhr morgens oder so, also haben wir es nicht mitbekommen. Jetzt gerade wieder der erste Halt an einem Bahnhof, der nicht so schlimm war wie Perm 2 gestern Abend, wo einfach gar nichts war. Aber es war halt auch nicht viel. Da immerhin haben wir es geschafft, Brot zu kaufen und ein bisschen Wasser, aber es gab keinen einzigen Stand, an dem es Obst und Gemüse gab oder so. Und das war ein bisschen enttäuschend. Das war gestern irgendwie anders. Deshalb hoffen wir, dass wenn wir in 3 Stunden in Omsk sind, was halt eine etwas größere Stadt wieder ist, dass es dort irgendwas geben wird, denn wir haben schon extrem Lust auf Obst und Gemüse. Wir haben gestern ja diese Gurken gekauft, die waren extrem lecker. Wir hoffen, dass wir sowas wiederfinden. Mal schauen, 3 Stunden bis dahin. Da war wieder ein Fluss, wieder ein bisschen breiter, aber noch lange nicht so breit wie der Fluss in Perm, von dem ich mache. Und ich weiß, welcher das ist. Ich weiß zumindest, er mündet in die Wolga. Ich weiß aber nicht, ob es die Wolga war. Das ist der Bahnhof von Omsk. Wir haben gerade endlich mal vernünftig viel Obst und Gemüse gekauft, weil das echt eine Rarität ist. Hier ist noch so ein Postwagen. Da ist unser Wagen. Wieder mal ein landschaftlicher Wechsel. Da ganz hinten hat man jetzt noch Waldreste. Ich vermute, dass das mal Ackerland ist oder war. Und dass man dafür den ganzen Wald abgeholzt hat oder dass das jetzt Heide ist. Ich kann es irgendwie relativ schwierig erkennen, weil wir auch hier so schnell vorbeifahren. Zumindest hier vorne ist irgendwie nur Gras. Wobei es könnten halt auch Gräsersorten sein, die irgendwie angebaut werden. Das ist echt eine gute Frage, aber das ist jetzt wirklich das erste größere Stück Offenland, was wir haben. Und immer wieder sieht man auch so große Industrieanlagen, von denen man nicht weiß, was sie produzieren oder ob sie noch irgendwie in Betrieb sind. Wir hatten jetzt gerade wieder einen Zwischenstopp in einer Stadt, von der man nicht weiß, wie die Leute da irgendwie ihr Leben finanzieren, weil man eigentlich auf der ganzen Fahrt sieht man keine Fabriken. Man sieht auch nicht wirklich Ackerland. Und dann gibt es aber so eine mini kleine Pupsstadt mit so einem richtig großen Bahnhof, wo man sich fragt, wie ist das eigentlich möglich? Wir sind immer noch auf der Suche nach irgendwie Marmelade oder so für das Brot, das wir ständig kaufen, von dem wir jetzt auch wissen, warum es immer nur ein Halt reicht, weil es nur 200 Gramm sind. Und das ist halt aber groß. Und wir dachten so, ja, 200 Gramm, klar, das ist voller Luft, ne? Ja, wir sind halt auf der Suche nach Marmelade und meine Mutter fragt halt immer bei jedem einzelnen Pups-Kiosk auf dem Bahnsteig, ob die dann irgendwie Marmelade haben. Und meistens, also bislang haben wir da wirklich kein Glück. Entweder wird uns Mayonnaise angeboten oder Käse oder Fruchtsaft wird uns auch schon angeboten, aber noch nie hatten die irgendwo Marmelade, was uns halt wundert.
Und der nächstgrößere Halt ist jetzt bei uns Novosibirsk. Vielleicht haben wir da Glück. Das ist auch total willkürlich, wie viel Aufenthalt man hat. Also jetzt in Novosibirsk 19 Minuten, aber jetzt in dieser kleinen Stadt Balabinsk, die so klein ist, dass sie auf meiner Google Maps Offline-Karte nicht mehr drauf ist, haben wir 30 Minuten Aufenthalt. Also so wirklich verstehen tun wir das noch nicht. Wir schauen mal, ob es in Novosibirsk was Besseres geben wird. Genauso wie Obst und Gemüse findet man auch erstaunlich wenig. Das einzige Obst, das man eigentlich findet, sind Bananen oder Zitronen. Und das einzige Gemüse sind Tomaten und Gurken. Also diese Landgurken quasi. Was auch auffällt, ist, dass es für knapp 17.50 Uhr schon verhältnismäßig dunkel draußen ist. Was einfach daran liegt, dass wir jetzt ungefähr schon 2.500 Kilometer östlich von Moskau sind, aber noch nicht ein einziges Mal die Zeitzone gewechselt haben. Hier ist es genauso spät wie in Moskau, was ich halt irgendwie mehr oder weniger nur für politisch gewollt halte. Und ich finde das nicht sonderlich sinnvoll, weil dadurch eben ja das zustande kommt, dass es hier schon fast stockduster ist, während es in Moskau immer noch ziemlich hell ist. Neuer Tag, neue Landschaft, jetzt das erste Mal wirklich Berge. Oder zumindest Hügel. Wir waren jetzt gerade am Bahnhof von Krasnojarsk und ich habe das erste Mal seit 4 Tagen oder so Kartoffeln gefunden. Die sind sogar warm, da freue ich mich jetzt echt drauf. Ansonsten das Brot, das wirklich überall immer anders aussieht und immer andere Zutaten hat. Jetzt haben wir dieses hier. Das erste Mal vernünftig Obst, eine Wassermelone. Aber ehrlich gesagt, hat sich immer so angehört, als ob es viel mehr gäbe. Das gibt's nix. Wir haben zum Beispiel auch seit 4 Tagen jetzt erfolglos versucht, Marmelade zu finden. Und niemand hat die und uns wird halt immer Mayonnaise oder sowas angeboten. Aber es hat sich aus den Berichten her immer so angehört, als ob es so viel gäbe. Aber im Prinzip ist das halt immer unsere Ausbeute. Irgendwie Brot, Gurken und Tomaten. Ich kann doch nicht vorstellen, wie gut das jetzt gerade schmeckt. Einfach eine stinknormale Kartoffel in ein bisschen Salzwasser gekocht mit Dill zu essen. Boah. Endlich mal kein Brot. Es ist jetzt nach lokaler Ortszeit schon Samstag, der 6. um 0.49 Uhr. Das heißt, es müsste um die 20.49 Uhr und 19.49 Uhr Moskauer Zeit sein. Irgendwie sowas. Die Fahrpläne sind ja hier alle in Moskauer Zeit angegeben. Zumindest der russische Teil. Und das heißt, man muss mal ein bisschen mitdenken, beziehungsweise sein iPhone einfach nicht umstellen. Der nächste Halt ist jetzt Irkutsk, das ist ja schon am Baikalsee, das heißt wir fahren morgen noch den Tag durch Russland und sind dann schon in der Mongolei, fahren einen Tag durch die Mongolei, noch einen Tag durch China und dann sind wir in Peking am Montag. Ich bin echt gespannt, ich habe langsam keinen Bock mehr Brot zu essen, ich hoffe die haben in Irkutsk Kartoffeln, wir haben dann eine Dreiviertelstunde Aufenthalt, ich habe keinen Bock mehr, das einzige Stärke nur Brot zu essen und das einzige Gemüse nur Gurken oder Tomaten, also ich hatte das aus allen Dokumentationen halt so mitgenommen, dass man da so ein vielfältiges Angebot am Bahnsteig kaufen kann. Vielleicht war das ja mal so, aber zumindest jetzt besteht das vielfältige Angebot eigentlich mehr oder weniger nur aus Tütensuppen und so 5 Minuten Terrinen Sachen, die ich nicht essen würde, auch nicht, wenn sie vegan wären. Ich war gerade noch duschen, das ist ja der Vorteil in der ersten Klasse, man hat eine eigene Dusche, also die man sich mit der Kabine daneben teilt, aber bei uns haben wir eine eigene Dusche, weil die Kabine neben uns leer ist. Der Zug ist allgemein nicht wirklich voll, haben wir so aus den anderen Abteilen noch mitbekommen. Und man hat die Wahl zwischen kalt oder nicht duschen. Und ich bin ja passionierter Warmduscher, also für mich ist es schon eine Umstellung, aber es geht. Erstaunlicherweise, es ist nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich krepiere eher wegen des einseitigen Essens. Ich meine, die Gurken sind lecker und die Wassermelone heute war auch mal eine nette Abwechslung, genauso wie die Tomaten noch alle lecker sind, aber das esse ich jetzt seit Dienstag und langsam reicht's. Also ich hoffe wirklich, dass es irgendeine Form von Kartoffeln geben wird oder halt irgendwas anderes einfach, irgendwas anderes, was nicht Brot ist. Oder mal ein anderes Gemüse, das wird ja schon reichen. Ich habe ja noch meine Haferflocken, aber Brot und Haferflocken für eine halbe Woche lang als einzige Stärke zu essen, ist schon irgendwie schlecht, wenn man dann als...
So, da war der Speicherplatz voll, aber jetzt habe ich wieder ein bisschen was gelöscht. Was meiner Mutter und mir auch ein bisschen zu schaffen macht, ist, dass man sich hier nicht wirklich viel bewegen kann. Also die einzige Bewegung, die man bekommt, ist halt den Bahnsteig rauf und runter laufen, wenn gerade irgendwie, ja, wenn der Zug anhält. Deshalb haben wir angefangen, also ich habe angefangen, Sit-Ups zu machen und Liegestütze und Planking. Das kann meine Mutter so gut, das ist so unfair. Ich krepiere echt bei 1,5 Minuten und meine Mutter ja so 3 Minuten, 3,5 Minuten. Ich denke mir nur so, was ist los mit dir? Also das, so versuchen wir so ein bisschen uns irgendwie zu bewegen, weil es halt doch schon, ja, blöd ist, aber das wussten wir ja, ne? Ich meine, man fährt 6 Tage im Zug. Übrigens, erstaunlicherweise haben wir bislang in 5000 Kilometern gerade mal 7 Minuten Verspätung eingefahren. Und das war nur, weil wir einen anderen Zug vorlassen mussten. Also, da könnte sich die Bahn echt mal eine Scheibe von abschneiden. Wir fahren jetzt tatsächlich tagelang durch die Gegend und haben 7 Minuten Verspätung. Das ist wirklich gar nichts. Ich bin gespannt, wie das morgen sein wird. Morgen fahren wir bei Baikalsee rum. Ich hoffe, besseres Essen. Wir sehen uns. So sieht der Waggon übrigens aus. Da ganz hinten ist der Samovar, da wo man sich das Wasser holen kann. Jo, so sieht die erste Klasse aus. Hinten ist der See schon, da fahren wir jetzt hin. Mal wieder was von mir. Wir sind jetzt gerade am vorletzten Stopp in der Mongolei und mir ist aufgefallen, dass seit einigen hundert Kilometern ist das Land einfach nur noch flach, ja klar, Wüste, und es existieren keine Regenrinnen mehr. Also das zeigt halt schon, wie wenig Niederschlag hier im Jahr fällt. Wir werden an der chinesischen Grenze fast 4 Stunden festhängen. Deshalb schauen wir mal, dass wir da irgendwas machen können. Bis jetzt ist es einfach nur noch heiß und ich schlafe den ganzen Tag, weil ich die Nacht einfach immer so schlecht schlafe. Ich hoffe, dass ich dann morgen in Peking nicht so ganz platt sein werde. Wir sind jetzt gerade an der mongolischen Grenze und wir essen jetzt unseren Proviant noch auf, also mongolisch-chinesische Grenze, und gucken mal, was das für eine Gurke ist, die wir gekauft haben. Die ist unfassbar groß, da knabbert man ja eine halbe Stunde dran. Wir fahren jetzt endlich weiter. Wir standen gerade fast 2 Stunden an der Grenze von der Mongolei zu China auf der mongolischen Seite mit 1 Stunde Verspätung. Und jetzt fahren wir rüber auf die chinesische Seite, wo wir auch nochmal laut Plan 4 Stunden und 20 Minuten stehen werden. Mal schauen, wann wir losfahren werden, ob wir auch morgen pünktlich um 11.40 Uhr in Peking ankommen werden. Ich bezweifle es fast. Ich denke, dass sich die Stunde Verspätung jetzt durchziehen wird, aber es ist schon irgendwie erstaunlich, dass wir bei fast 7.800 Kilometern eine Stunde Verspätung haben und ein ICE hat das bei so, weiß nicht, 20 Kilometern auch schon. Zumindest ist es so warm, dass ich hier noch so rumlaufen kann um fast 22 Uhr. Das ist ein Vorteil. Wir warten jetzt, bis wir wieder in den Zug können. Haben sogar Essensgutscheine bekommen für Frühstück im Zug und für Mittagessen im Zug. Das Frühstück ist von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr und das Mittagessen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr, glaube ich. Mal schauen, ob wir das morgen in Anspruch nehmen werden. Ich weiß halt nicht, ob da was vegan sein wird. Wahrscheinlich nicht. Wir schauen mal und warten. Wir waren gleich noch auf Klo hier und das erste Mal haben wir jetzt chinesische Toiletten miterlebt. Wir sind jetzt auf unserer letzten Etappe. Der nächste Halt ist Peking. Und das ist das erste Mal auf der Fahrt, dass wir wirklich viel Ackerland sehen. Also vornehmlich Mais und Sonnenblumen.
und da hinten halt diese kleinen Bauerndörfer, die eigentlich so auch überall stehen können. Also das, die Architektur oder so hat jetzt nichts Besonderes Chinesisches, das hat schon überhaupt nichts mit diesem China-Restaurant China zu tun, das man kennt mit überall Pagodendächern und sowas, sondern relativ schlicht. Hier und da aber auch mal ein paar Solarzellen, was ich sehr cool finde. Wir haben jetzt noch knapp 250 Kilometer vor uns und hoffen, dass der Smog in Peking nicht allzu schlimm sein wird. Wow, schau mal.